So, hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Be The Guy und ja, wir sind hier mit Gegnern und mit einem Turm und wir wünschen uns alles viel Spaß und viel Tode. Ein Weiterkommen, ja, Tode wünschen sich die Leute, die schadenfroh sind. Also so wie ich bei den anderen Let's Plays, aber ist ja egal. Wait, wieso bin ich da eigentlich doppelt gesprungen? Irgendwie gerade komisch. Ja. So, ein Tipp, wie ich das am besten mache. Du bist hier, um Tipps zu geben, denk dran. Ja, ich weiß, ich denk gerade nach, aber ich will dir nicht zu viele Tipps geben, weil sonst wird es ja wieder zu einfach. Nein, es wird garantiert nicht zu einfach. Ups. Ja, okay, also. Sobald die Schüsse abgefeuert haben, würde ich das erste Mal raufspringen, den Typen von links killen, dann auf der linken Seite springen, kurz bevor der andere schießt, und dann rechts raufspringen, die zwei Stacheln auslösen und dann den Typen töten, so wie du es ja schon einmal probiert hast. Oh Gott, da renne ich in das rein. Na gut, der erste ist einfach, wenn ich ihn treffen würde. Ja, das hat gerade so ausgesehen, als wäre die Schleife durch ihn durchgelaufen und du nicht, aber... Dann den vergessen. Ja. So. Das ist im Prinzip. Beim zweiten, da musst du mir nochmal genauer sagen. Also, dann bleibst du mal auf der linken Seite und springst kurz bevor er wegschießt. Dann wird er über dich drüber schießen. Und dann springst du zwischen den zwei letzten Kugeln durch. Dann kommst du rauf. Oder wenn sie weiter unten sind, dann kannst du sogar unter ihnen durchspringen. Also, wenn die Kugeln weiter oben sind, du weiter unten. Das Problem ist halt, wenn du zu lange wartest, dann passiert genau das hier. Also hier warten, dass er so schießt. So. So, und jetzt kam einer von links auf jeden Fall noch, oder? Ja. Muss machen einen ganz kleinen Sprung. Ja. So, es war ein guter Versuch. Okay. Ja, jetzt bist du auch beim nächsten Speicherpunkt. Das ist ein schöner Wuss-Safe, den du nur in deinem Modus hast. So, und da sieht man schon den Sniper. Ja. Sniper erinnert mich an Frozen Simmons, was ich ja gerade wieder angefangen habe. Und was, ja, was man inzwischen auch wieder gesehen hat, wenn diese Folge online geht. Ja, immer im Überlegen, wenn man so viele auf der Platte hat. Oder ja, mittelmäßig viel. Ja, du springst gekonnt vorbei an der ersten Kugel und schießt gekonnt vorbei und dann stirbst du. So, wenn ich schön etwas kann, dann failen. Ja, das merkt man, das ist halt so eine Sache, im Failen. Ja, da kann... Ein bisschen warten. Was? Da wollte ich einen Doppelsprung, dann wäre ich da drüber gekommen. Ja, im Prinzip ist es ja theoretisch möglich, dass du es ohne... ich ihn dann nicht treffe. Ja, das ist mehr Kunst, als überhaupt da drüber zu kommen. So. Ach ja. Ja, das wollte ich dir nicht sagen. Ich wollte mir den Spaß nicht verderben. Ups, unter die Decke gesprungen. Nach dem ersten Mal merkst du es ja eh. Und den Spaß will ich mir nicht nehmen. Wie machte man das dann hier gerade? Also ganz am Ende abspringen und zwei so große mögliche Sprünge, dass du nur im Block hinten landest. Ach ja. Und dann knallt der Typ ja auch auf dich, aber ich glaube ganz, ja, da links kann man stehen bleiben. Und sobald der letzte, ja, das war zu spät. Oder zu früh, wie man es nimmt. Hm. Da sollte ich vielleicht nicht den Turbo benutzen. Ach, ist schon wieder unter die Kante gesprungen. Ja, es ist im Prinzip alles so eine Sache, wenn man weiß, wie es geht und alles schon mal geschafft hat, dann schafft man es schnell. Aber da du das ja zum ersten Mal machst, wird es ein klein wenig dauern. So. Ach, leck mich doch, dann töte ich dich nicht. Oder auch wohl? Es wäre gut, wenn du die... Okay, den da unten... Ich wollte ihn nur töten. Ja, es ist auch gut so. Aber die solltest du töten, sonst wirst du... du nachher ein Problem bekommen, wenn du die nicht schaffst. Ja, dass ich diesen Run nicht schaffe, war mir klar, also in dem Versuch. Aber ich wollte nur das Vieh töten. Ja, das unterste ist nicht so schlimm. Aber so, die solltest du alle drei töten. Klar, dass da irgendwas passiert. Boah! Ja, wie gesagt, solltest du schnell alle drei loswerden, dann gehen sie dir auch nicht mehr im Weg herum.
Ach, ich freue mich schon auf den nächsten Raum. Da gehen sicher 3 Parts drauf, wenn du nicht cuttest. Ist das der mit den bewegenden Plattformen? Ja, der Geduldsraum. Geduldsraum? Naja, man muss ja viel Geduld aufbringen. So, wo töte ich die denn am besten? Der eine ist unter der Kante, der andere ist über der Kante und einer ist genau bei der Kante. Also den kannst du schwer töten, aber wenn du jetzt noch lebend nach links und dann wieder nach rechts kommst, dann geht das. Der untere ist eigentlich relativ egal, wenn du dich nicht... Ja, ich wollte nur jetzt der Vollständigkeit. So. Das soll ein 100% dran werden. Und ab in die erstmögliche Kugel reinspringen. Naja, 100%, du musst ja jede Kugel einmal berühren. Und jetzt gleich schnell schießen. Ja, gut, jetzt kannst du noch den unten töten. Also du springst im Prinzip runter und nicht in die Kugel. So wäre es halt gedacht gewesen. Ja, hier ist es auch wieder vergessen. Shit. Kann man vergessen. Sieht man ja, dass man es kann. Du bist gerade so ein bisschen unter Beschuss. Ich habe so das Gefühl. Mhm. Ja, das ist wieder so eine Szene, wo der Turbo ein Nachteil ist und ich mit normalen Waffen, also normalen Drücken schieße. Ja. Den unteren kannst du im Prinzip ignorieren, weil wenn du jetzt runtergehst, kommst du eh nicht mehr rauf. Dann musst du halt gekonnt ausweichen. Ich hasse es. Das ist so eine leichte Sprungstelle eigentlich, aber... Das ist eigentlich das Leichteste in dem Spiel, naja, in der Passage des Spiels. Ja, sehr gut, sehr gut. Da musst du schnell oben rein. Ich weiß, und der eine da vorne geht runter. Es geht alle drei runter. Ja, du musst dann auf den linken springen, dann auf den ganz linken und dann musst du nach oben springen, gleich nach rechts. Ja, das ist halt so eine Sache. Boah, das ist ein schönes Feuerwerk. Ja, da freut sich einer. Ja. Nein, er hat zweimal in die falsche Richtung geguckt, Mann. Oh, shit. Sprung fahren. So, wie kriege ich den jetzt am besten? Gar nicht. Schade. Ja, der genau auf der Kante ist blöd. Oh, guck doch nicht in die falsche Richtung, Mann. Dummes Kind. Und dann so ein scheiß Fehler. Wieder den da unten nicht bekommen. So. Auf dem Teil kann ich erstmal eine Weile stehen bleiben, oder? Also, ja, eine Weile. Kann ich ruhig erstmal stehen bleiben. Ja, und dann... Shit. Ah. Ja, ich bin über die Kante gegangen. Ich konnte keinen Doppelsprung mehr machen. Das hasse ich so sehr. Ja, das wäre so richtig schön cheatig cool, wenn man da runterlaufen kann und dann macht man noch den Doppelsprung. Ja, ich habe ganz vergessen, auf die zu schießen. Naja, du kannst es ja probieren. Es wird zwar nicht funktionieren, Feuerwerk enden, aber... Ja, ich hatte die irgendwie gerade vergessen. Solche Phasen hatte ich ja auch schon. Das kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor. Boah, alle beim ersten Mal abgeräumt. Oh. Oh, guck doch nicht in die falsche Richtung, du dummes Vieh. Ich glaube, das ist ein Kind, oder soll zumindest eins darstellen. Ja, unter so einem Beschuss geht's nicht leicht. Nee.
Ich glaube, das ist so das Problem einer Sache. Es geht bei so einem Beschuss nicht so leicht. Hm. Der unterste ist relativ egal. Ups, ich bin zu... Lauf doch nicht immer über die Plattform. Nee, da bin ich gerade zu früh einfach nur abgesprungen. Und dann nicht richtig hingekommen. Ja, yeah, Krusty hat mich wieder so gerne. Guter Freund von mir, ich muss für den immer die Bewerbung schreiben bei Mario Kart Clans. Er kann zwar Englisch, nur er weiß nicht, was er schreiben soll. Das ist so eine Sache. I can drive full hard. full power. All time. I can get shocks on the first place. I'm the best. Ups. I wanna be the very best. Like no one ever was. Ja, das kommt merkwürdig, wenn wir das bei I wanna be the guy singen, aber... Ach, Schwachsinn. Ach, Schwachsinn. Naja, da kannst du eh raufgehen, das passt schon. Ja. Dann musst du dann über die Kante laufen, schießen und dann wieder raufspringen. Okay. Er wird dir auch im Prinzip nichts tun, wenn du nicht in den Stachel springst, dann tut er dir ja auch nichts. Aber der Stachel tut dir was. Nee. Ja. Das ist nicht so dein Lieblingssprung, oder? Ach, der geht eigentlich. Aber wenn ich mich gerade schon wieder in die falsche Richtung drehe. Ich hasse das. Passt alle 9, obwohl es nur 6 waren eigentlich. Er trifft aber auch genau. Ja, dass das während das fällt, gehen die Schüsse ja durch. Das ist blöd. Der hat so irgendwie Sinn für ein Blutfeuerwerk. Das kann man nicht bezweifeln. Es ist einfach so. Oh Mann, und dann springe ich da rein. Ach, diesmal habe ich ihn. Ja. Ja, und du springst ja natürlich immer rein. Also das ist, glaube ich, der beste Sprung, den du im ganzen Spiel kannst. Genau wenn die Kugel kommt, genau reinspringen. Todessprung kann ich im Allgemeinen gut. Ja, stimmt. Siehst du? Ja. Du solltest dich bei den Leuten, ich kann einfach nur wieder gar nicht. Ich habe da gerade was vergessen. Ja. Sieht ganz danach aus. Müsstest du dir mal vorstellen, du versuchst ohne einen einzigen abzuschießen durchzulaufen. Wenn du es überlebst, dann... Das wäre cool, hätte ich das irgendwie da durchgeschafft. Wie lange hast du das gerade überlebt? Das waren noch 3 Schussphasen. Das überrascht mich immer wieder. Ja, manchmal kann ich erstaunliche Fähigkeiten zutage bringen und dann mache ich wieder sowas. Ja, wobei der Sprung... Ich weiß nicht, es wäre mir lieber, wenn die Stacheln näher beisammen wären, weil dann könnte ich einfach so einen leichten... Du hättest das fast vergessen. Dann könnte man einfach so einen leichten Sprung durchmachen. Aber da denkt man, ja, ich kann eh höher springen und dann knallt man gegen die Decke. Ja, du solltest halt nicht runtergehen, wenn die Kugeln... Ach, mein Timing ist ein bisschen off. Ein bisschen? Auf Flex. Du schiebst auf Flex, dass du genau hingehst, wenn die Kugel weggeht. Ja. Naja, sei froh, dass du nicht ganz runtergefallen bist. Aber es ist eine Möglichkeit, sich rauszureden. Das gibt's nicht. Du bist wirklich gut befreundet mit den Stacheln. Beziehungsweise die Stacheln mit dem Blut, das geht. Ja, das kann ich sowieso vergessen. Hey. Das war dann ein wenig... Ja, irgendwie kam ich total nicht ins gescheite Springen rein. Ich stelle mich aber auch gerade echt nur blöd an. Das ist es aber wirklich. Das ist das, was weh tut. Du stellst dich blöd an, obwohl du es eigentlich schnell schaffen könntest. Ja, der untere geht eh leicht, wenn du nicht wieder die Kugel knutscht. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Stachel nicht berührst, dann schaut's doch mal gut aus. Ich bin doch total abgesprungen, anstatt über die Kante gerannt. Ja, ich wollte gerade sagen, bist du drüber gelaufen, weil aus meiner Sicht hast du den unteren vergessen.
Aus meiner Sicht hat es zuerst so ausgesehen, als wärst du einfach abgesprungen. Ja, es hat sich auch so angefühlt. Schon wieder. Ich hasse das. Aber für die Zuschauer wird es lustiger. Wenn da so ein eifriger Zuschauer wie ich da sitzt, dann würde schreien, wenn ich glaube, Blutfeuerwerk! Bei jedem schweren Spiel oder schweren Super Mario World Tag, was du machst. Keine jetzt. Ahnung, ich meine, ich renne da nicht mal mehr. Ich glaube, du solltest zuerst springen und dann laufen drücken. Ja. Dann gehst du auf Nummer sicher. Weil du musst eigentlich jede gute Chance nutzen, die du hast, sonst kommst du halt nicht so vom Fleck. Ja, nicht der. Nein, da kannst du von unten nicht. Dann musst du schön brav von oben so einen schönen Jump machen. Also ich du glaub, musst. Ach, okay, und der hätte sogar dagegen geschossen. Ach, hör doch auf, in die falsche Richtung zu gucken. Und dann macht er solche Riesensprünge. Er guckt in die falsche Richtung, damit du schön brav keine Zeit hast zum Schießen und dann stirbst. Der ist ein Masochist, ich hab's erfasst. Der ist ein Masochist, eindeutig. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wieso? Hast du es nicht so gemeint, dass ich im Droppen Nein, ich habe gemeint, dass du schießt und dann wieder mit einem Luftsprung nach rechts raufspringst. Direkt. Ha. Das würde dir Zeit sparen, sofern du es hinbekommst. Das ist eine Timing-Sache. Im Prinzip ist ein Timing heute sehr stark. In manchen Fällen. Und in manchen katastrophal? Ja, nur war der erste Teil... Nein! Es war ein Fortschritt. Ja, du hast eigentlich den schweren Sprung hinbekommen. Nur den leichten dann nicht. Das ist. Naja, wie soll ich sagen? Nicht ungewöhnlich für mich. Ja, stimmt eigentlich. Die sehr schweren Sachen schaffst du relativ schnell. Naja, auch nicht immer. Nein. Aber manchmal halte ich mich wirklich an dummen Sachen so lange auf. Ja. Nein, ich hatte gemeint, die schweren einzustellen. Zum Beispiel den annähernden Pixel Jump bei einem Stachelraum schaffst du und den kleinen Sprung, wo du eigentlich viel mehr Platz hast, hast du lange nicht geschafft. Shit. Shit weiter. Sieh mal zu, dass du weiterkommst. Hat er nicht eben noch dann gegengeschossen? Also beide, als ich zurückgegangen bin? Ach, ja, wahrscheinlich hast du genau die Grenze passiert in dem Moment, wo er geschossen hat oder sowas in der Art. Ja, rauf. Und nochmal. Shit. Nein. Ah, das war so knapp. Shit. Nicht geschafft. Das war jetzt schon wirklich sehr knapp. Und ich freue mich gar nicht auf den nächsten Raum. Ich schon. Nein, niemand wird sich auf den Raum freuen. Doch, YouTube. Dann hat YouTube wieder ein paar Videos mehr. Aber wobei, es werden sich sicher einige Leute freuen. Schadenfreude ist doch immer noch die schönste Freude. Oh ja. Deswegen mag ich Let's Player so. Man kann sich über ihre Fails freuen. Und sie können einem nicht mal böse sein. Naja, sie können schon, aber es wird nicht viel bringen. Boah, es passt ja auch nur zu manchen Videos. Oder Spielen. Beim anderen gibt es ja kaum Frust. Ja, deswegen brauchst du immer so ein Frustprojekt. Ja, eigentlich nicht. Doch, du brauchst eins, damit es lustiger für die Zuschauer wird. Ein schön chilliges Projekt und ein... Nein! Wie bin ich nicht auf den Teil gegangen? Ich wollte eigentlich schon sagen, gut gemacht. Ich wollte es wirklich schon sagen. Aber jetzt weiß ich, heb's mir erst auf, wenn du den Speicherpunkt berührst. Oh ja. Ups. Jetzt töte ich den unten auch. Ups. Ach, ich kann gar nicht zurück. Deswegen habe ich hier gemeint, wenn du dann runterspringst, um den zu töten, kommst du nicht mehr rauf. Ah.
Das ist halt ein klein wenig unvorteilhaft, wenn du nicht mehr rauf kannst, obwohl du rauf musst, um weiterzuspielen. Und du kommst immer mit dem Timing genau in den Schuss. Wenn man das wollte, wenn alles andere Schuss wäre, nur die Lücke, wo du gerade durchgehst, kein Schuss, dann würdest du das nie schaffen. Aber genau weil da der Schuss ist, genau deshalb gehst du hin. Wenn sich jemand die Arbeit macht, die Tode in dem Part selber zu zählen, dann hat er kein Leben. Counter plus 1. Ach ja, stopp, dann kamen noch welche. Ja, die kannst du immerhin noch nachher. Ja, es geht eigentlich noch, weil jetzt kannst du den töten, dann kannst du runter. Und falls du überlebst, kann. Du hast sie getötet, aber ja. Sie dich auch. Naja, ist besser als meine normalen Tode, wo nur ich sterbe. Positiv sehen. Es bringt jetzt so nichts, aber es ist trotzdem besser, weil du triffst sie ja wenigstens. Aber die kannst du jetzt auch. Den unteren kannst du halt leider nicht eliminieren, aber. Ja. Und du hättest es wieder perfekt getimt, wenn du nicht zu früh abgeschoben wärst. Du wärst wieder genau in die Kugel reingekommen. Darum bin ich. Und da hätte ich ihn auch gerade getötet, wenn ich nicht diesen Drehbug gehabt hätte. Aber die Framerate sieht jetzt ein wenig besser aus als vorhin. Das sind 13 FPS. Echt? Ja, aber es spielt sich zumindest an dieser Stelle besser damit. Ja, das glaube ich dir, ehrlich. Oh Gott. Das hat gerade merkwürdig ausgesehen. Wenn mir jetzt nichts passiert, du bist einfach explodiert. Ja, schon wieder, Mann. Ja. Das war mit voller Absicht, weil... Oh. Das hat so viel gebracht. Ich will nochmal runter. Ich hab was vergessen. Ich hab meinen Schuh unten vergessen. Weil ich würde diesen letzten ja immer problemlos töten, wird er sich nicht rumdrehen ohne Grund. Shit. Da hättest du nur links müssen. Ich glaube, das wäre sicher ausgegangen, weil die Plattform wieder runtergeht, wenn du sie gut berührst. Ja, er springt nicht. Hallo? Ich muss, glaube ich, ein bisschen näher ran. Ah, das ist das Problem. Die Schüsse gehen nicht unendlich weit. Ja, ich weiß. Obwohl das eigentlich schon cool wäre. Könnte man sich in eine sichere Ecke stellen, so wie... Dass so manche unfaire Leute bei Skispielen gerne machen und draufknallen, sobald sie was sehen. Es gibt auch so... Grad... Bis zeitlich so in die Plattform vom Block hinein. Grad hat irgendwie Vorwärtstaste gehangen. Der ist einfach weitergerannt. Ist die beim... Du spielst mit dem Gamepad, oder? Ja. Die ist beim Gamepad hängen geblieben, oder ist die... Oder ist die einfach so weitergegangen? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich einfach weitergerannt. Und die Taste, war die draußen, oder ist die wirklich hängen geblieben? Naja, es ist ein Analogstick. Ach so. Naja, okay. Aber ich bring das auch zum Hängen beim GCN. Habe ich das geschafft? Also wenn ich den richtig rausziehe... Nicht auf die Gegner vergessen. Ja, ich habe mich zweimal wieder umgedreht. Scheißteil. Nichts Böses sagen. Nein, knapp zu früh. Genau oder zu spät. Genau in die letzte Kugel. Man kann vor der letzten oder direkt nach der letzten. Ja. Das war richtig mies. Das hast du schon gut mitbekommen. Okay. Sind die nicht ein bisschen spät dran? Ich glaube, das war der Zug aus meiner Region. Ups. Aber wo waren die? Die wurden mit dem Zug geliefert, also ist klar, dass sie zu spät kommen.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir in der Region kommt der Zug immer zu spät. Genauso wie der Bus. Ich fahre nicht allzu viel Zug, von daher, aber was ich so höre, ja. Ist immer schön, wenn man die Menschen, wenn die Menschen den gleichen Schicksalen leiden. Dann weiß man ja, wie es den anderen geht. Nein! Ah, du bist. Ja, ich hab's ausgelöst, war dann in der Luft und hätte nicht mehr nochmal doppelspringen dürfen. Oder einen kleinen Doppelsprung, glaube ich, das wäre halt auch noch gereicht. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil den kannst du ja noch leicht töten. Jo, den krieg ich hin. Den auch. Nein, der kriegt mich hin. Naja, im Prinzip kann man das zweite Dix hin, weil du bist ja der Spieler und du kriegst den Kid hin. Shit. Fast. Da ist aber auch ganz schwer, das Timing nicht zu treffen. Ja, ich glaube, du hättest das eigentlich geschafft, wenn du noch abgesprungen wärst. Ich glaube, das Timing hätte diesmal sogar gut gepasst. Hättest du einen kleinen Sprung auf die Plattform machen müssen, auf der rechten Seite oder linken Seite, und dann nochmal beim Landen, also wieder wegspringen. Ich glaube, dann hätte es funktioniert. Am besten einfach. Einfach alle töten. Richtig. Nein. Mann. Du hast irgendwie so Angst, dass dasselbe wie beim zweiten, letzten Block passiert, beim vorletzten. Aber genau bei dem passiert es eben nicht. Weil das ist gut, wenn der runtergeht und raufspringt, weil man kommt ja kaum höher. Aber bei dem, wo es dann leicht passiert, bei dem springst du ganz normal, als wäre nichts. Er hat seinen Doppelsprung nicht gemacht! Oh nein, nicht schon wieder. Das ist schon langsam unfair. So, wenn ich den unteren verpasse, dann mache ich ab jetzt direkt neu. Das wäre noch ausgegangen mit runterspringen. Ja, dann komme ich da oben nicht mehr gescheit hin. Ja, doch. Skype mal wieder am Rum. Oh, die Teile vergessen. Er ist gleich wieder da. Aber nach der Zeit irgendwie. Dumme Skype immer am Rum. Problematisieren und was zur Hölle. Schon besser. Ich hoffe, das Skype-Geräusch im Hintergrund stört nicht zu sehr. Buja! Und MKW ist gerade nicht da. Der wird sich freuen, wenn er jetzt gleich wieder kommt. Aber das erlebt ihr erst beim nächsten Mal. Macht's gut!